Schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Part von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Und wie könnte es anders sein, ist auch der gute Aaron wieder dabei. Hi. Und heute haben wir das Millenniums-Duell, also quasi das finale Duell aus der ersten Yu-Gi-Oh! Staffel gegen Pegasus. Ja. Und wir spielen Yugi. Gut. Es war endlich soweit. Als Meister des Duelist Kingdom Turnier gewann Yugi das Recht, Maximilian Pegasus zu duellieren. Verspreche mir, dass du die Seele meines Großvaters und alle die anderen befreist. Ja, ich habe vergessen, dass die Dialoge so gut sind. Ja, aber wenn ich derjenige bin, der dich besiegt, musst du deinen Teil der Abmachung erfüllen. Werf einen genauen Blick auf die Karte, die du in der Hand hältst, Yugi Boy. Es gibt einen Grund, warum sie leer ist, denn wenn ich gewinne, behaupte ich deine Seele für immer. Dann behaupte ich deine Seele. Beanspruche wahrscheinlich. Ja, oder behalte, Seele. Aber... Was? Behaupte ich deine Seele? Du hast viel zu gewinnen, aber auch ein großes Risiko. Wahrscheinlich eher zu verlieren auch, aber... Ja. Es ist ein Risiko, das ich bereit bin anzunehmen, um die Seele meines Großvaters und die anderen zu befreien. Aber ich habe nicht vor, zu verlieren. Krass, der letzte Satz war fehlerfrei. Ich hasse es, dich zu enttäuschen, Pegasus, aber ich habe nicht die Absicht, jemals ein Teil deiner Seelenkartensammlung zu werden. Auch fast eigentlich in Ordnung, also ich bin verwundert. Stimmt. Gar nicht mal so schlecht. Einarmiger Monsterbandit. Bestimmt. So, ich hätte ja gerne, als ich Pegasus gespielt habe, das Opfer gesehen, aber jetzt kann ich drauf verzichten. Siehst du es bestimmt. Ja. Jetzt ist ja sein Deck auch overpowered, also wenn man selbst Spielkumpel bestimmt. Ich fange mal als Erster an. Du bist aber der König der Spiele bald, wenn du es schaffst. Ich hoffe wenn doch. Dir das hilft, alter Junge. Was ja, halt nur Fallenkarten und Kuribo. Hey, du hast den Hornkobold gezogen und sei nicht undankbar, der ist mächtig. 1300. Ein kleiner Kobold in der Dunkel, der in der Dunkelheit lauert. Das würde ich jetzt wundern, aber ich spiele meinen Verteidigungsmodus. Oh mein Gott. Was ist links das eigentlich für eine Fallenkarte? Die habe ich glaube ich nie gesehen. Erstmal der zauberbrechende Pfeil. Zerstöre so viele offene Zauberkarten, die der Gegner kontrolliert, wie möglich. Und falls ihr es tust, füge deinem Gegner für jede 500 Schaden durch. Gar nicht mal so ist schlecht. Ist nicht verkehrt gegen Toonworld. Ja. Spiegelkraft ist sowieso mega. Kannst du es mal bitte erklären, was die kann? Wenn der Gegner angreift, dann werden alle seine Monster, die im Angriffsmodus sind, zerstört. Echt alle? Im Angriff? Krass. Ja. Starke Karte. Die kenne ich nicht. So, und jetzt hier schwerer Staubsturm. Wähle bis zu 2 Zauber und Fallenkarten auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Du kannst in jedem Spielzug, wenn du diese Karte aktivierst, keine Battleface durchführen. Okay, die ist jetzt eigentlich nicht ganz so gut, aber wenn man bedenkt, wie du schon gesagt hast, dass er halt Toonworld spielt und braucht, kann sie auch sinnvoll werden, aber ja. Spiegelkraft lasse ich mal noch kurz auf der Hand und dann. Schauen wir mal, was der gute Pegasus macht. Also, mit den Monstern bin ich nicht ganz zufrieden, aber von den Magie- und Fallenkarten fand ich eigentlich was keine schlechte Hand. Siehst du? Dann geht's schon mal los. Soll ich sie jetzt schon zerstören oder soll ich erst warten? Weil dann. Ich könnte eigentlich warten, weil seine Monster werden auch zerstört, wenn. Genau. Spielt er gleich einen? Ja. Braucht er für die Toonworld? Eigentlich nicht. Naja, dann. Aber wenn du Toonworld zerstörst und der ist auf dem Feld, wird er trotzdem zerstört. Dann ist doch gut. Auch wenn er es so spielen könnte, das ist eine von den Karten. Aber ja. Oh, bringt uns zwar nichts, aber... Theoretisch kannst du auch noch theoretisch... Ja? ...warten, bis er noch ein, zwei Monster spielt, aber... Ja, kannst du auch erstmal, das ist eigentlich egal. Oh, das schwarze Magiermädchen. Ja, da fehlt es natürlich auch die Ritualkarte. Mhm. Mit dem Magier des schwarzen Chaos. Tja, eigentlich ist Kuribio auf der Hand ja besser, aber im Endeffekt ist es momentan eigentlich egal. Das macht keinen Unterschied. Also, ich lasse jetzt erst nochmal drauf. Wenn ich danach halt jetzt Gaia oder so ziehe, ärgere ich mich, aber was soll's. Gut. Das Schlimme ist, dass Gaia so stark ist wie der Goblin. Ja. Ja. So, legt er ein Monster? Bestimmt. Anscheinend nicht. Okay, vielleicht auch nicht. Ach stimmt, der kann mich ja direkt angreifen. Aber dann die gehen soll danach jetzt... Verteidigung. Ja, stimmt, dann könnte ich sogar mit meinem Monster zerstören. Mhm. Aber ich müsste halt viel Schaden jetzt nehmen. Ist halt das nicht... stimmt. Nee, komm, ich zerstör's lieber. Dann bleibe ich im Vorteil. Und ich kann ihn direkt angreifen. Vor allem auch mit Kuribo und der hat eine mächtige Angriffszahl. Ja, aber du hast jetzt keine Battleface, alter Junge. Stimmt. Tun Elfenzwillinge. Also hättest du es eben gekonnt. Ja, gut. Der ist natürlich mächtig, aber.
Geflügelte Drache wieder der Festung. Die gehen doch in den Verteidigungsmodus, wenn sie angreifen, oder? Leider nicht, alter Jogo. Schade. Wenn sie dich aber direkt angreifen oder dir Schaden machen, verlierst du eine Karte aus deiner Hand. Cool, dann tue ich Spiegelkraft lieber mal setzen. Bevor ich sie verliere. Zack. Und Battle Phase vorbei. Phase an sich. Endphase. Ach. Der gute Maximilian dran. Ja. Gut, der greift nur an. Leider hat er kein Monster mehr gespielt. Ja, dann opfer ich erstmal meinen Drachen. Spiegelkraft brauche ich vielleicht noch. Jetzt hättest du bestimmt den schwarzen Magier gezogen. Das kann gut sein. Nee, die Magierhüte. Während der Battle Phase deines Gegners bestimme zwei Zauberfallenkarten von deinem Deck und ein Monster in deiner Main Monster Zone. Beschwöre sie als normal. Was ist das? Nimm zwei. Ja. Hä? Was bringt das dann jetzt genau? Du nimmst zwei Karten aus deinem Deck, mischst sie mit der dritten Karte von deinem Feld. Ja. Und dann greift er an und vielleicht trifft er halt dann eine falsche. Ah. Und aber die Magie- und Fallkarten werden zerstört dann. Ja. Also. Egal welche Karte du nimmst. Ja. Gut. Willst du mit dem Hornkobold nicht die Thun Elfenzwillinge angreifen vielleicht? Ich habe kurz überlegt, aber... Das wäre dann zu unfair wahrscheinlich, den in den Angriff zu setzen. Ja. Ja, das Match ist so schwer zu sagen, wie sich das entwickelt. Das stimmt. Nein, noch nicht. Tut mir leid, Kuribo. Ich hasse dich. Es tut mir doch wirklich leid. Wenn er die andere jetzt in Angriffsmodus machen sollte, dann werde ich Spiegelkraft einsetzen, aber macht er nicht. Ah, oder so, auch okay. Gut. Gut, so könnte ich ihn theoretisch schon mal angreifen abhalten, aber bevor ich ihn angreift, also. Ja. Ich würde sagen, du kannst ihn ködern mit dem Angriffsmodus von deinem Monster, aber das musst du gar nicht, weil er eh angreift. Aber ich kann trotzdem mal seine Verdeckte angreifen. Das kannst du machen. Ich meine, mich würde halt mal interessieren, was es ist. Vielleicht Thun Alligator oder so irgendwas. Cool wär's. Ja. Yeah. Ah. Eine unglaublich mächtige Karte. Ist sogar gut, dass der mal zerstört ist, weil er hätte ihn ja sonst so fusionieren können. Und das hätten wir nicht unbedingt. Warum? Ich hätte es gut gefunden, muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich hat er ihn eh öfters im Deck. Befürchte ich auch. Aber solange er nett sein. Ja, der hätte schon nur beide Karten gehabt. Gut, es ist gut, dass er die spielt. Hä, hey, warum beide Karten? Was? Wurde gesagt, dass beide Karten gehabt. Oh. Komm mal, hä? Effekt einer Karte aktivieren, ja. Und jetzt die hier anklicken, oder? Das geht erst, wenn er wirklich angegriffen hat und ein Monster gewählt hat, halt. Ach so. Da musst du noch kurz warten. Jetzt kannst du es aktivieren. Ich muss sagen, Pegasus, dass er jetzt diese Copy-Karte gespielt hat, war intelligent für eine 1300er-Karte. Was macht Copycat nochmal? Kannst du aber für die Zuschauer nochmal erklären? Du kannst das gegnerische Monster kopieren und kriegst auch die Werte. Ja. Ich finde, es hätte sich gelohnt. Stimmt. Aber theoretisch gesehen hast du gute Chancen, außer wenn er sein Opfer spielt. Das ist ein bisschen blöd mit den alten Karten. Andererseits kannst du mit dem magischen Pfeil sogar das Opfer besiegen, weil es zerstört ja die Ausrüstung, wo er eingesaugt hat. Also. Ja, aber du kannst die mächtigen Schaden machen, alter Junge. Mhm. Hornkobold, die große Bestie, ist jetzt schon seit mehreren Runden auf dem Feld. Ich musste schon überlegen, ob es sinnvoll ist, ihn anzugreifen oder lieber einfach ihn wieder in den Verteidigungsmodus zu machen. Aber was soll's. Den Schaden nehmen wir mal. Der gute Hornkobold hatte auch noch keinen deutschen Release, gibt's auch noch in Japan momentan noch. Schade, ich würde ihn gerne spielen in meinem Deck. Das stimmt. Oh, seine Karte reicht wohl nicht für den hohen Hornkobold.
Das stimmt. Der ist zu mächtig. Wow, du hast mal ein Monster gezogen. Wow. Das passiert leider zu oft. Na gut, du hast ja für den Angriff den Hornkobold, also. Du hast recht behalten, er hat mehr davon. Schade, dass ich die Elfe im Verteidigungsmodus gespielt habe. Die hat jetzt 800 Schaden gemacht. Das stimmt. Na gut, aber ich hätte den 1000-äugigen Abgott auch dreimal im Deck, weil der hat 0 in beiden und keinen Effekt. Also. Siehst du? Das ist eine gute Karte. Ich weiß halt nicht, ob ich meinen legendären Hornkobold dafür machen, auch der was ist zu hatte. Mächtig. Dann würde ich lieber den Beauftragten opfern. Ja. Ja gut, der Hornkobold ist Horn so gut. Der ist so gut, den kann, gut, den kann man nicht einfach wegwerfen. Ja. So. Ab in die Battle Phase. So, und wenn alles gut geht, könnte ich in der nächsten Runde gewonnen haben, je nachdem, jo, was er halt zieht und legt. Und das dank meinem Hornkobold. 1900 hat der gute Pegasus noch. Und ich habe immer noch die Lichtschwerter für den Fall der Fälle. Das stimmt. Okay. Das war ein mächtiger Zug, also. Ja. Willst du jetzt noch den Chaosmagier spielen? Ich meine, natürlich müssten wir es nicht, aber wenn man es schon kann, warum nicht? Ja. Immerhin hat damit Yugi auch Pegasus eine Serie besiegt. Ja, ich muss jetzt so viele Monster aufhören, genau, wie das Level von ihm. Was auf hat er? 8 wahrscheinlich, Sterne, oder? Ja. Ist jetzt im Endeffekt eh egal. Boah, Turik ist natürlich auch eine mächtige. Boah, Griff, boah. Heftige Karten, wow. Im Verteidigungsmodus. So. Schwarze Magier des Chaos. Gut, dann Battle Phase. Dann würde ich sagen, ich hätte es ja gerne mit dem Hornkobold beendet, aber es geht leider nicht. Das stimmt. Deswegen macht es dann der schwarze Magier des Chaos. Ja, Hornkobold war witzigerweise halt im ganzen Duell auf. Siehst du? Ist halt war zu mächtig für Pegasus, da ist er nicht vorbeigekommen. Stell dir mal vor, so wäre es in der Serie abgelaufen. Hätte sein können. Ja. Ich habe ja auch 8000 zu 0 gewonnen. Pegasus, du bist fertig, wir haben gewonnen. Es ist unmöglich, meine Augen, meine Magie, alles scheiterte. Mich. Ich hab verloren. Der Zweikampf zeigte Yugi, dass der Geist in dem Millennium Puzzle sein Freund war. Yugi lernte, dass wenn sie zusammenarbeiteten, konnten sie alles erreichen. Geist des Puzzles, ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Es war dein Mut und die Liebe deiner Freude für dich, der diesen Tag überwog. Okay. Und deine Entschlossenheit. Wir alle haben es geschafft, zusammen. Das ist richtig, als Freunde. Und am Ende, das ist, worauf es ankam, Freunde, die da sind füreinander. Er hat gewonnen! So sieht's aus. Yeah! Wir alle haben gewonnen, danke Leute. Yugi rettete die Seelen von seinem Großvater, Seto und Mokuba. Es gibt jedoch eine weitere Gefahr, lauernd in den Schatten. Sein Freund Bakura, noch immer von dem bösen Geist des Millennium Ring besessen, hatte seine eigenen Absichten. Obwohl Yugi dachte, dass seine Probleme vorbei wären, waren Dinge dabei, viel schlimmer zu werden. Nun, da Pegasus durch seinen Zweikampf mit Yugi geschwächt ist, gibt er mir die Möglichkeit, auf die ich gewartet habe. Endlich ist die Zeit für mich gekommen, um Pegasus Millenniumsgegenstand in meine Sammlung hinzuzufügen. Ja. Ja. Gut, Pegasus. Stimmt. Ja, das war's dann auch schon. Und ja, in unserem nächsten Part gibt es dann der geheimnisvolle Duellant. Ist das Bandit Keith? Sieht so aus. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wirst du dann dran sein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.